Er hat Ahnung. Und Real hat halt das 2-1 erzielt. Und damit ist die Stimmung natürlich im Olympiastadion dramatisch nach unten gegangen. Bei Manchester sieht es nach wie vor aus deutscher Sicht besser aus. Die Bayern führen auswärts 1-0, aber eben Real auch. Und damit heißt es für Union wahrscheinlich, heute Abend geht es zu Ende. Mario? Ja, du bist auf Sendung. Was denn? Ich drehe gleich durch mit eurer Verleitung. Warte mal, ich mache dich mal auf laut. Ich wusste das, dass ich einschalten werde. Ich wusste das. Belastungssteuerung. Achso, da. Ja, jetzt? 10 Tage Pause gehabt. Ja. Wenn die alle 3 Tage spielen, die braucht für was brauchen die eine Belastungssteuerung? Hat er recht. Ich krieg gleich hier einen Nervenzusammenbruch zu Hause. Kommst du morgen trotzdem? Ich komm trotzdem. Gut. Und jedes Wort Belastungssteuerung fällt einmal. So, jetzt gucke ich euch weiter zu und konzentriere euch. Ja, bis morgen, mein Lieber. Danke. Ciao, ciao. Ja, man merkt, man muss sich auch mit dem Thema beschäftigen, um mitreden zu können. Jetzt ruft er gleich nochmal. Jetzt ruft er nochmal an. Ja, hier. Eins ist vollkommen klar. Aber du hast das Wort zumindest nicht in den Mund genommen. Und diese Nummer hat der Mario doch recht. Wenn in dieser Nummer bei 10 Tagen Pause um Belastungssteuerung gesprochen wird, dann muss ich sagen, dann muss der Nebel im Gehirn haben und Fußball nichts zu tun haben. Okay, aber dann machst du, wenn das ein Argument sein soll, machst du Fehler ohne Ende. Du sollst das Wort doch nicht mehr im Mund nehmen. Aber Peter, was ist der nächste Punkt? Der Grund? Der Grund ist der, dass die Einstellung nicht stimmt. Nummer eins. Jetzt sind wir doch wieder bei der Einstellung. Moment, weiter. So. Nummer zwei, nichts anderes. Ja. Belastungssteuer, totaler Schwachsinn, der Mario recht, in Bezug auf eine Mannschaft, die 10 Tage lang Pause hat. Herzlichen Glückwunsch, da gibt es keine Belastungssteuer. Da muss ich erstmal eine Belastung haben, die ich richtig anordne. So, jetzt geht's weiter. Und deshalb hast du neben dieser nicht vorhandenen Einstellung, die ja wohl zweifelsfrei ist, wenn die klar bessere Mannschaft einfach versagt, was menschlich passieren kann. Ja. Sollte man sich vorstellen, dass es weitere Gründe gibt. Einige Sachen sind zum Beispiel gar nicht zu erklären. Es gibt weitere Gründe. Wenn ich 10 Tage lang auf eine Frankfurter Mannschaft trainieren lasse, die eine gewisse Ordnung hat oder eine bestimmte Ordnung hat, und dann plötzlich feststelle, was mir persönlich als Trainer mal vollkommen egal war, aber ich habe nie Bayern München trainiert, ja? Dann plötzlich feststelle, dass ich möglicherweise mit einer anderen Ordnung hinten in der Defensive spiele. Ja, und dann dran. Möglicherweise ich mich doch umstelle mit meiner Mannschaft. Peter, ich sagen, dann stimmt fast nicht. Da mache ich Fehler als Trainer. Auch da muss ich leider dem Mario recht geben. Das sind alles nur Ausreden und dumme Erzählereien. Dann, wenn ich Bayern München Trainer bin, lasse ich die Jungen spielen gegen Frankfurt, egal wie. Die interessiert mich die Ordnung von Frankfurt überhaupt nicht. Sondern mich interessiert nur bei Standardsituationen, was sie machen. Da ordne ich zu. Aber ansonsten halte ich mich da raus und sage, Jungs, spielt das, was wir spielen. Und die sollen sich da uns richten. Punkt, Ende, aus. Stopp. Jetzt. Was ist jetzt schon wieder los? Mario, Grüße. Jetzt. Frag mal, ob das der Thomas Pretarić verstanden hat, was der Peter gerade gesagt hat. Er hebt den Daumen. Aber er weiß ja, dass ich ihn mag, den Thomas, aber der Peter hat ja vollkommen recht. Aber das ist ein Quatsch mit der Belastungssteuerung. Da kriege ich einen Nervenzusammenbruch, ganz ehrlich. Noch einen, hör auf jetzt. Bayern spielt seit 50 Jahren, jeden dritten Tag haben die ein Spiel. Wo brauchen die Belastungssteuerung? Die sind froh, wenn sie spielen müssen und nicht trainieren dürfen. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt muss ich weiter gucken. Ja, jetzt leg dich zurück. Ich melde mich morgen an, aus. Mario, wenn mein Flieger runtergeht, ich melde mich nachher. Peter ruft morgen dann an, ne? Ist okay? Jawohl, genau. Jo, tschüss. Ciao. Ciao. So, Mario Basler. Thema erledigt. Mario, unser.